It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit der nächsten Episode von dem Black Panther. Und wir sind ja noch in der alten Saison, also in der Saison 23-24. Letzte Episode haben wir den Pokal geholt. Und ich habe gesehen, es haben noch nicht alle geguckt, obwohl es, glaube ich, auch schon eine Woche her ist. Darum gerne abchecken das Video nochmal und bevor ihr das Video anguckt. Aber gerne auch hier gerne dem anderen Video auch einen Daumen da lassen. Und dann machen wir hier heute weiter mit der neuen Saison, Transferphase und so weiter. Und ich habe ja noch was vermissen lassen bei der letzten Episode, nämlich die Statistiken. Burkhardt hat die meisten Tore gemacht mit 22 Buden und die meisten Vorlagen hat Guendouzi gemacht, 6 an der Zahl, also merkt man, ein bisschen ausgeglichen ist auf jeden Fall. Oder wir haben nicht so viele Tore gemacht, keine Ahnung, vielleicht haben wir auch ein bisschen mehr auf Standards geguckt bei den simulierten Spielen. Aber Burkhardt richtig gut, 23 Jahre jung, 81er, also ist sehr, sehr stark. So, dann ist mir aufgefallen beim Durchgucken, wir haben echt viele, wo wir den Vertrag noch verlängern müssen. Das werden wir ganz schnell machen und dann sehen wir uns wieder am Ende der Saison. Bis gleich. Damit starten wir rein mit in die neue Saison. Wir wählen unser Vorbereitungsturnier aus. Da zwei bei der Länderspielreise sind, gucke ich mal. Das Turnier sieht jetzt nicht ganz so schwer aus. Hier sind ja schon namhafte Gegner dabei. Hier jetzt nicht so. Dann nehmen wir das in der Mitte. Nehmen wir die goldene Mitte. Und dann können wir wieder unseren Verein bearbeiten. Aha, wichtige Infos zum Transfermarkt. Was ist noch für eine letzte Saison übrig? 18 Millionen. Was soll ich mit 18 Millionen bitte machen? Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, da noch Spieler zu finden. Das wird eher, glaube ich, eine Mission Bank. Den einen oder anderen, bei denen müssen wir auch mal reingucken. Mal gucken, ist vielleicht, wir gucken uns noch unsere Ziele an. Da haben wir einmal bei Jugendbereich verpflichtet zwei, also minimal ein Spieler aus der Jugend. Markenpräsenz, erreiche 5 Spiele ohne Gegentor, aber auswärts spielen, verpflichtet 2 Spieler aus Asien. Digga, wer holt denn bitte 2 Spieler aus Asien, Mann, davon? Verkaufe 2 Spieler und verpflichte 2 Schlüsselspieler als Ersatz. Beende die Saison mit vollständig ausgegebenem Transferbudget. Das ist schon mal gut. Weil dann haben wir hier DFB-Pokal, 16. Finale, also der Runde der letzten 16 erreichen. Mittelfeldplatz belegen ist das Ziel. Und über 2 Bundesliga-Saisons Qualifikation für den Europapokal. Und die UEFA Europa League Gruppenphase erreichen. Hä? Wir spielen Europa League, nicht Conference League? Ich dachte, der Pokalspieler spielt Conference League. Na egal, ich werde den Verein ein bisschen ändern, das heißt Trikotänderung. Ich finde, das Stadion können wir eigentlich so belassen, wir sind halt immer noch ein relativ kleiner Verein. Ich glaube, das Stadion kann man sowieso noch ändern. Das heißt, wenn ihr da irgendwie andere Wünsche habt, dass wir jetzt sagen, okay, wir vergrößern uns, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube sogar, dass, naja, 19.000, ich glaube nicht, dass man so europäisch spielen kann. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt schon mal um. Ich suche mir da jetzt mal eins raus. Das soll jetzt noch nicht zu groß sein. Ja, wir nehmen die Ivy Lane einfach. Das sind 30.000, das passt, Ivy Lane. Die nehmen wir, das ist unser neues Stadion, die Ivy Lane. Also prinzipiell bleibt natürlich der Pantherstorm. Da switche ich dann noch alles rum und wir sehen uns gleich wieder bei den Trikots und dem Ganzen, wenn ich alles fertig habe. Somit haben wir unser neues Heimtrikot. Wir machen das ein bisschen Schachbrettmuster als Heimtrikot. Und als Auswärtstrikot bleibt es auch weiß, nur dass halt oben so ein bisschen fixiert ist. Weiß bleibt natürlich Nike, den Ausrüster bleibt dabei, Wappen bleibt gleich und das Stadion. Wie gesagt, wir sind umgezogen. Ein paar Plätze mehr, jetzt sind es 30.000, die reinpassen. Auf jeden Fall sehr gut.
Damit können wir schön auf weitergehen. Mit 18 Millionen, ja, schwierig damit was anzufangen. Ich werde mich mal durchsuchen, was so auf der in der Transferzentrale drin ist. Da haben wir ja noch genügend Vorschläge auch von euch, dass wir da mal was reingucken können. Ich glaube, so natürlich Haaland, die werden wir uns natürlich immer noch nicht leisten können. Aber man weiß ja nie, vielleicht läuft ja bei dem einen oder anderen der Vertrag aus, Manuel Neuer spielt übrigens immer noch, der ist 38 Jahre alt. Also alles möglich. Und zum Beispiel bei Manuel Neuer läuft zum Beispiel der Vertrag aus. Also alles Möglichkeiten, die da gegeben sind. Mal gucken. Und somit stehen die Kandidaten fest, die ich nicht mehr haben möchte. Ja, kann man so sagen eigentlich. Also Schulte und Sigmund Simon. Schmidt und Stein, die sollen verkauft werden. Stein steht hier nur auf der Transferliste, weil der seinen Vertrag nicht angenommen hat. Kommen wir gleich dazu. Carrasco wieder verleihen. Und dann gucken wir nämlich mal. Und mögliche Leute, die wir holen gibt es schon. Ich habe mir so ein paar schon mal runter geguckt. Das ist ein chilenisches Talent. Könnte der Region von Vidal sein oder von wem auch immer. Gar nicht mal so schlecht wie bei Celtic. Wer dann auch der Niederländer hier? Mal gucken. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall ein Backups. Das ist auf jeden Fall die Saison auch wichtig, weil so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Kühn, ja, ich liebe diesen Mann, aber er ist noch nicht mehr der Jüngste auch mehr. Und für Willi brauchen wir auf jeden Fall jemanden noch. Sonst eigentlich hier vorne kann ich mit leben, ganz ehrlich, so wie das im Moment aussieht. Aber wie gesagt, hier haben wir zu wenige Backups. Willi hat gar kein Backup mehr. Wenn wir jetzt Stein verkaufen, auch hier macht es nicht mehr. In der Innenverteidigung wird es auch dünn. Trapp ist so eine Sache. Also da müssen wir echt wirklich mal gucken, wie wird uns das dann hinkriegen. Zwei Nachrichten haben wir auch schon bekommen. Genau, Andrade, das war ja schon letzte Saison fix. Er hat gewechselt und Köhler, den wollten wir sowieso nicht mehr. Der ist ja ablösefrei gegangen. Darum können wir das alles gehen. Erstes Spiel ist gegen Braga. Das wird schnell simuliert. Wir automatisch ersetzen und wir gewinnen 3 zu 0. Kühn, Quedisch und Okafor. Das ist, denke ich, nochmal einen erfolgreichen Auftakt in dieses Vorbereitungsturnier. Mal gucken, ob es noch was noch drin ist. Und damit ist es soweit. Unser erster Neuzugang in der neuen Saison heißt Timothée Pembélé von Paris Saint-Germain. Hat eine 75er Gesamtstärke. Wir haben 9 Millionen für ihn ausgegeben. 8,5 oder Wert. Ich glaube, das kann man eigentlich ganz, das ist eigentlich ganz okay. Kriegt jetzt ein gutes Gehalt. Und ja, wie gesagt, es war ja prinzipiell abzusehen. Aber wir haben auf jeden Fall jemanden dahin gebraucht. Er kann gefühlt alles in dieser Verteidigung spielen. Mit Willi haben wir auf jeden Fall jemanden, der das auch dementsprechend machen kann. Und dann haben wir halt wieder einen relativ jungen Spieler dazu geholt. Was aber auch wichtig ist, der sich aber auch gut entwickeln kann. Darum stellen wir ihm auch gleich Entwicklungs ein. Dann machen wir gleich mal die Defensivarbeit ein bisschen höher. Und dann sollte das von alleine laufen. Spielen jetzt gegen Sporting. Wir nehmen noch dieselbe Aufstellung wie beim letzten Mal. Außer halt Pembele dafür drin. Gewinnen 2 zu 0. Kühn und Okafor machen die Tore. 3 zu 0 schlagen wir im Finale Osasuna. Wir haben das Turnier gewonnen. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Denn damit erhöht sich natürlich auch das Transferbudget ein bisschen. Nämlich wir kriegen Turnierpreisgeld nochmal oben drauf. 3,3 Millionen, das ist ein schöner Gewinn, dass wir das am Ende noch abgeschlossen haben. Und jetzt haben wir ein Transferbudget von 15,18 Millionen. Das hat sich zumindest gelohnt, mal bei diesem Turnier anzutreten. So, wir geben den ersten Spieler ab. Es ist Hugo Carrasco, dieser ganz jungsche Rechtsmittelfeldspieler. Den leihen wir wieder aus für 2 Jahre. Diesmal an Independiente oder wie die heißen. Auf jeden Fall nach Südamerika für 2 Jahre ausleihen. Ich glaube, das wird ihm nochmal gut tun. Sollte er dann wirklich nicht explodieren irgendwie, ist er, glaube ich, schon fällig. Aber der hat ja sowieso einen Rentenvertrag von 6 Jahren. Darum ist das jetzt nicht so schlimm, dass er erst mal 2 Jahre weg ist. Kann da ein bisschen Spielpraxis sammeln und vielleicht ist er ja nach 2 Jahren gut genug, auf jeden Fall als Backup zumindest zu fungieren. Ist ja auf jeden Fall dem Jungen wünschenswert, aber mal gucken. Aber erstmal, wie gesagt, ist er ausgeliehen.
Ja, und dann habe ich was heißt aus Versehen? Also ich bin jetzt nicht abgeneigt gewesen, Kevin Trapp abzugeben. Pokalheld war er bei uns am Ende, indem er ja den Elfmeter gehalten hat. Für 19 Millionen, 9,5 ist er wert. Nochmal auf die Insel. Southampton hat direkt eingeschlagen. Ich glaube, ich hätte sogar mehr verlangen können. Man weiß aber nicht. Also 19 Millionen, das ist schon nicht schlecht. 10 Millionen mehr, als er überhaupt wert ist. Und dann ist halt wieder das Ding, wir brauchen einen Keeper, aber wir können uns Kone leisten. Und der würde ja ablösefrei gehen. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall beobachten. Wenn der Deal über die Bühne geht, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und Inter holt hier einfach mal Rafael Varane, weil die haben nicht schon genug gute Innenverteidiger. Ah, mal gucken. Und rechts seht ihr schon, Kevin Trapp wurde verkauft für 19 Millionen. Wir bekommen 15 Truff. Das heißt, wir haben da auch sogar schönes Plus draus gemacht, weil wenn ihr euch erinnert, wir haben den ja gerade mal für ein paar Millionchen aus Frankfurt geholt. Jetzt haben wir 30 Millionen auf unserem Konto. Ja. Lenz verhandelt immer noch mit Stein. Ich bin gespannt. Also 30 Millionen, aber wir werden uns auf jeden Fall jetzt einen Achter holen und wir gucken mal nach dem Torhüter. Trapp hatte eine 83. Wäre schön, wenn wir uns da verbessern könnten. Also, wir sehen uns gleich wieder mit den zwei Neuverpflichtungen, hoffentlich. So, und damit haben wir uns unseren Spieler geholt. Kone, Kouadio Manou Kone von Borussia Mönchengladbach wechselt zu den Black Panthers für 15,4 Millionen. Der Mann hat einen Marktwert von 20. Ganz wichtiger Transfer. Als der erste nach Tor, dann muss ich mich jetzt umgucken. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wichtiger Transfer. Nichts gegen Groß, super Spieler. Kone verbessert uns hier auf jeden Fall nochmal. Es ist klar, jetzt noch nicht so krass, aber wir werden ihn auf jeden Fall hochboosten. Alleine dadurch, dass er jetzt natürlich einen Entwicklungsplan von mir eingestellt bekommt, werden wir ihn schon hochboosten. Und durch die Spielpraxis boostet das ja auch außerdem. Ja, durch das Spielen boostet ihn das ja auch noch. Wir machen hier jetzt erstmal ja, zentrales Mittelfeld. Ich weiß gar nicht, hat der. Nee, ist jetzt nichts drin, aber wie gesagt, Kone ist ein guter Spieler. In echt ja auch nicht so schlecht. Finde ich persönlich. 14,52 Millionen bleiben noch übrig. Mal gucken, ob wir uns davon einen Torhüter leisten können. Wäre auf jeden Fall sehr schmackhaft. Meine lieben Freunde, unser neuer Torhüter kommt aus Costa Rica und ist kein geringerer als Keylor Navas. Der hat mir von allen am besten gefallen. Guckt euch an, ja, wir haben gerade mal 3 Millionen auf den Tisch gelegt für einen Keeper, der 11,5 Millionen wert ist. Ich liebe PSG, die nehmen einfach nur die Kohle, wirklich perfekt. Ja, also absoluter Klasseverein, muss man auch einfach mal sagen. Da muss man auch mal einen Arsch in der Hose zu sagen und zu sagen, ja, PSG ist doch ein toller Verein, wenn die einfach für 3 Millionen den Keeper nehmen. Ich würde mal sagen, das Team hat sich auf jeden Fall verbessert, jetzt sogar noch im Tor. Wir haben noch 10 Millionen übrig. Ungefähr, also wenn ich jetzt Gehalt jetzt noch ein bisschen anpasse, dann sind es noch 9,1 ungefähr. Aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich gucke mir das mal an, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Verkauf und dann kann man sich vielleicht den einen oder anderen Backup-Spieler noch dazu holen, den wir einfach fürs Team einfach brauchen. Vor allem, wenn wir europäisch dann spielen wollen. So, und ich sagte ja gerade, dass uns noch ein Spieler wahrscheinlich verlassen wird. Frank Stein hat uns verlassen, geht für 3,05 Millionen zu Lenz. Wir kriegen davon 2,2. Kann man mit leben. Haben auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geld dazu bekommen. Entschuldigung. Und ja, sind jetzt bei 11,35 Millionen, also da kann man auf jeden Fall noch was kaufen. Wahrscheinlich wird es vielleicht noch ein Backup werden fürs Verteidigung, weil wir haben jetzt für jemals halt keinen Ersatz. Mal gucken. Verlässt ist Christopher Simon, den haben wir ja öfters mal verliehen, hat nicht so wirklich je ins Team gefunden, darum geht er jetzt für 360k. Die 250k nehmen wir gerne noch aufs Transferbudget oben drauf, die nehmen wir gerne mit. Und haben dafür eine Sorge weniger. Und dann kann es weitergehen. So, jetzt habe ich mal wieder einen freien Spieler-Move gemacht. Wir holen uns nämlich Deshaun Reedon von den freien Spielern. Hat einen Marktwert von 4,2 Millionen. Das ist ein klassischer Backup, sage ich ganz ehrlich. Er hat ja in der Bundesliga, spielt bei der Bundesliga, in Eschbär in der Bundesliga bei der Hertha.
wird da ja auch mehrheitlich nur ausgeliehen. Dann fand ich eigentlich, passt das so, dass wir den jetzt uns einfach als Backup holen. Hat eine gute Geschwindigkeit und darum passt das an sich als Backup. Ist jetzt nicht zu krass, aber falls mal einer verletzt ist, kann man auf den auf jeden Fall, glaube ich, bauen. Ist Paul Schulte, der geht zum FC Agresch für 410.000, bringt dann noch ein bisschen Kohle ein. War ja unser Ersatzkeeper, das macht jetzt der gute Falke, das passt so. Und dann machen wir weiter mit der Simulation bis zum Dortmund-Spiel. Das Superpokalfinale vor der Tür im neuen Stadion gegen Borussia Dortmund. Es bleibt der Pantherstorm, aber es geht um diesen ja, schönen Pokal, muss man ja schon sagen. Auch wenn der Wettbewerb jetzt nicht wirklich so wichtig ist, ist es ein weiteres Testspiel, was man aber mitnehmen kann, weil es um einen Titel geht. Und wäre natürlich schön, wenn man den gleich beim ersten Mal mitnehmen würde. Weil ich würde mal sagen, im Trophäenschrank der Black Panthers ist noch ein bisschen Platz. Und dann gucken wir rein in die Aufstellung. Navas natürlich im Tor, dann jemals hier an Suvitao und Pembele. Auch gleich im Mittelfeld mit Kone von Anfang an. Und vorne bleibt er erstmal gleich. Auch Reiden gleich auf der Bank erstmal. Und dann hoffen wir mal, dass die Mannschaft das auch gut rüberbringen kann. Und so geht der BVB rein. Keine Ahnung, was sind das denn für Spieler? Ich möchte die nicht aussprechen. Reiner, hey, Alan, Olsen, das sind doch schöne Namen. Den ist, ja, Schulz geht auch noch. Aber Chaletta kam, die sich geholt. Also mit Dortmund aus der Realität hat es nicht viel zu tun. Vor allem der Torhüter, die haben Kobel nur auf der Bank. Naja, mal gucken. Haaland alleine reicht ja meistens schon aus. Und dann geht's rein in die Partie von links nach rechts. Das ist Montiel, das ist Haaland. Haaland. Es ist nicht so schlecht gespielt. Navas und dann ist Vitao auch noch dazwischen. Erste Möglichkeit haben hier die Dortmunder. Und Okafor verliert gleich den Ball in der Vorwärtsbewegung. Nicht so gut. Dortmund kommt. Kone dazwischen. Wichtig. Wir müssen den Ball jetzt erstmal rauskriegen. Das kriegen wir hin durch Kone. Das ist ein guter Ball für Okafor. Jetzt muss er ihn gut mitnehmen. Hat ein paar Probleme. Das dreht 1:0. Nur Okafor. Ja, das geht ja mal wieder gut los. Der Schweizer direkt mit dem 1:0 und dem Premierentor im neuen Zuhause. Hier, super Annahme und dann schlänzt er ihn da hinten ins Eck. Passt perfekt Innenpfosten rein. Lester Schulzen, keine Chance. Keeper auch ohne jede Chance. 1:0 für uns. Nach dieser riesen Dortmund-Flut. Schulz, Olsen. Der Ball ist schlecht. Ausgleich Dortmund. Olsen trifft. Ja, Dortmund ist mega offensiv. Die sind da sehr früh dran. Hier sieht man es nochmal. Ja, ist ein Riesenloch plötzlich. Navas kann aber auch nicht mehr viel machen. Der Ausgleich ist auf jeden Fall schon verdient. Und zur Halbzeit steht es 1:1. Ich sehe es an den erwarteten Toren. Also Dortmund ist hier klar besser. Aber ja, es steht unentschieden zum Glück. Und Dortmund macht ein mega Pressing. Da kommen wir im Moment noch nicht drüber. Aber mal gucken, was die zweite Halbzeit bringt. Vielleicht bringt sie ja nochmal so einen schönen Abschluss, wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Jetzt kommt aber erstmal Dortmund, der ist nicht drin. Wichtig. Und ich rede hier irgendwas mit Abschluss. Dortmund kommt hier aus der zweiten Halbzeit raus mit einem Schuss, dass die Latte wahrscheinlich immer noch wackelt. Haaland war es, glaube ich.
Guendouzi dazwischen, aber Dortmund behält den Ball. Oh, da ist viel Platz. Ja, 2-1 Dortmund. Das kannst du aber auch nicht verteidigen. Hier, du gehst da drauf und dann ist hier zwischendurch eine Lücke. Und ja, was willst du denn da tun? Wäre Navas nicht 1,85 Meter, sondern 1,89 Meter, hätte er den wahrscheinlich gehalten. Ja, Dortmund presst halt brutal und wir haben halt kaum Möglichkeiten. Beziehungsweise unser Passspiel ist einfach nicht gut genug, um das irgendwie zu überspielen. Ja, Cardoso braucht eine halbe Stunde. So, und wir wechseln jetzt doppelt aus. Cardoso hat nicht eine gute Leistung gebracht und auch Andrade nicht wirklich gut. Dom Tegia und Reiden kommen jetzt rein. Vielleicht geht mit den beiden halt einfach ein bisschen mehr da vorne. Also es ist halt sehr unordentlich hier hinten. Navas hält uns erstmal im Spiel. Paulista, guck mal, wie weit die vorne sind. Das ist unfassbar. Guendouzi erwischt da eine Lücke. Hinten ist Sweden. Ah, muss ich schon probieren. Okafor. Guendouzi, Latte. Reiden, Ausgleich, Deshaun Reiden wird eingewechselt und macht den Ausgleich für die Black Panthers mit einem Lupfer. Früher Ballgewinn, dann ist es eine super Drehung und dann lupft er ihn wunderbar ins lange Eck. Absolut genial vom Niederländer. Ja, Joker-Tor, alles richtig gemacht. 2-2 unentschieden. Reiden, übers ganze Feld. Reiden, das gibt es nicht. Der wird eingewechselt und trifft doppelt bei seinem Debüt. Das kannst du keinem erzählen. Der ist als Backup geplant und macht hier zwei Tore gegen Dortmund. Diesmal ins lange Eck mit dem rechten. Unfassbar. 84. Wir gehen wieder in Führung. Jetzt geht Kone. Gutes Spiel gemacht. Grealish kommt jetzt für die letzten Minuten hoffentlich. Reiden, guter Ball, Tegia kann nochmal gehen, Tegia, nein, das gibt es nicht. Aber es muss doch jetzt mal vorbei sein, es ist vorbei, wir holen den Supercup. Den Erfolg gibt man mit und der Held ist auf jeden Fall Deshaun Reiden. Unfassbar, der Mann macht einfach einen Doppelpack. Im ersten Spiel. Und jetzt unser neuer Kapitän Vitão. Ich finde, das passt auch. Der ist mit Abstand, glaube ich, am längsten dabei jetzt auch schon. Kam ja, glaube ich, in der ersten Saison. Und dann können wir das Ding hochhalten. Zum ersten Mal den Supercup gewonnen. Das ist doch mal ein guter Anheizer für die neue Saison. Ein paar Fontänen zu Hause vor allem. Ich glaube, mit der Mannschaft ist viel drin in dieser Saison. Und dann gibt es hier nochmal das Foto. Als Superpokalsieger. Na, wir sind wieder zurück im Spielmenü. Es geht jetzt mit großen Schritten in Richtung Start der Bundesliga los. Wir haben noch ein bisschen Geld bekommen. Und wir gehen jetzt mal, wir steuern jetzt ein bisschen drauf, okay.
Angebot für Nian zu. Machen wir gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Noch jemanden aus, nämlich Alexander Kroos, unser Achter, der dieses den entscheidenden Elfer gemacht hat gegen die Bayern im Pokalfinale. Geht für ein Jahr nach Istanbul, genau genommen zu Galatasaray Istanbul. Die haben auch eine Kaufoption für ihn. Und ja, da kommen wir auf jeden Fall mal, der kann ein bisschen Spielpraxis sammeln. Erster Spieltag ist gegen Arminia Bielefeld. Wenn ich mich recht erinnere, ist das, glaube ich, ein Aufsteiger. Ich glaube, die waren das letzte Mal nicht in der Bundesliga dabei. Ich möchte aber jetzt nochmal gucken, gibt es da schon was? Nee. Genau, also, ich habe eine Bitte. Gerne, schreibt bitte gerne. Das wäre natürlich super. Jeder, der das Video anguckt, vergesst den Like-Button. Vergesst diesen Like-Button. Vergesst auch den Abo-Button. Vergesst ihn einfach. Ja. Schreibt einfach einen Kommentar drunter. Einfach nur einen Kommentar drunter schreiben. Mit einem Linksverteidiger. Ja, mit einem Linksverteidiger, den man sich leisten kann für, ich gucke jetzt mal nochmal fürs Geld, circa 12 Millionen. Linksverteidiger, 12 Millionen, ja, im Karrieremodus, den man sich leisten kann. Ein Linksverteidiger wäre gut und ein ZM. Einfach nur ein Ersatz, mehr brauchen wir nicht. Innenverteidiger vielleicht auch noch, ja, aber ich glaube, da kann man sich noch was holen. Aber sonst gerne einfach reinhauen in die Kommentare, ganz wichtig. Weil das hat jetzt oberste Priorität. Wir brauchen einen Backup-Linksverteidiger und wir brauchen einen Backup auf der Achterposition. Der muss nicht, der kann ungefähr genauso gut sein wie Gredisch. Er kann auch schlechter sein, es ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben da einen Backup, falls da Kone sich verletzt oder auch Guendouzi. Das ist erstmal das Wichtigste. Sonst gerne, wenn ihr Lust habt, den Like-Button da lassen. Aber wie gesagt, Kommentar ist in dem Fall wichtiger, diese Folge. So, in der nächsten Episode, weil wir beenden nämlich die Folge jetzt nämlich gleich, geht's richtig los. Wir beenden die Transferphase. Wir spielen gegen einen dieser Mannschaften. Auch hier und hier vielleicht auch schon Europa League oder Conference League. Ich bin mir noch nicht sicher, in welchem, wo wir spielen. Ich bin sehr gespannt. Genau, dann soll es das gewesen sein von der Folge. Haut rein und wir hören uns in der nächsten Episode. Und tschüss.